schönen Abend. Hallo, mein Name ist Elkin und vor anderthalb Jahren war ich ein echt fetter Sack. Und zwar fange ich als Geek damit an, euch eine kleine Statistik zu zeigen. Und zwar gibt es seit 2014 mehr übergewichtige als untergewichtige Menschen auf unserer Erde. Wie sieht das konkret aus? Da oben seht ihr mich in dem kleinen Obese wiedergefunden. Und zwar, das ist der Trend des weltweiten Gewichtes. Ich gehörte zu den, die im Über BMI 30 standen. Untergewichtige verschwinden, Normalgewichtige bleiben derzeit gleich. Es sind nur die Übergewichtigen, die anwachsen. Aber dies ist nicht der einzige Grund, warum ich diesen Vortrag halten möchte. Denn Diäten sind Nährboden für Pseudowissenschaften. Und wenn man sich die Selbsthilferegale heutzutage anschaut, natürlich auch für Scharlatane. Anhänger von ihren Lieblingsdiäten werden ganz schnell militant, unwissenschaftlich und auch gern mal dogmatisch. Diäten wie Paleo, Atkins oder den Schwachsinn, den Sie bei der Brigitte manchmal lesen können, widersprechen sich so oft, dass man sich irgendwann mal fragt, wer hat denn eigentlich recht? Und letztens möchte ich der Frage auf den Grund gehen, geht das Abnehmen eigentlich auch wissenschaftlich? Vor 2 Jahren habe ich angefangen, mich in das Thema wissenschaftlich Abnehmen einzulesen. Aber wichtig vorher zu sagen, ich bin kein Arzt, ich bin auch kein Ernährungsberater. Ich war mein eigenes fettes Versuchskaninchen. Die Forschung rund ums Abnehmen ist ein reines Chaos und ein definitives gibt es da schon gar nicht. Was ich aber in diesem Vortrag zeigen möchte, ist, dass eine radikale Lösung und Änderung möglich ist. Mir ist aber bewusst, dass diese einzelne Strategie, die ich hier heute vorstellen möchte, nicht für jeden richtig ist, aber bei krankhaften Untergewicht gar nicht anzuwenden ist. Dies ist kein Vortrag oder ein Leitfaden für Menschen, die schon im gesunden Gewichtskorridor oder darunter liegen. Es liegt mir aber als Skeptiker ganz viel daran, auszuschließen, wer alles nicht schuld war daran, dass ich irgendwann mal dick geworden bin. Und zwar war ganz klar nicht schuld die Nahrungsindustrie, auch nicht die Konsumgesellschaft, Zucker oder Fleisch oder vegan, die Gentechnik, ob es Fastfoodketten waren, die Ärzte, Pharma oder Impfungen. Es gibt eine ganze Menge Mythen rund um das Essen. Dabei gibt es vieles vom Anfang auszuschließen. Und zwar fange ich damit an. Ob ihr 1, 2, 3 Mahlzeiten oder mehrere isst, ist eigentlich egal zum Abnehmen. Um wie viel Uhr ihr esst, ist eigentlich auch egal. Ob ihr ein Frühstück morgens früh nimmt, ist das absolut egal. Ob ihr zwischendurch einen Snack esst, ist egal. Ob ihr Bio oder keine Gentechnik haben wollt, ist absolut egal. Zum Abnehmen muss man nur eines im Hinterkopf behalten: weniger Energie verzehren, als man eigentlich zum Leben braucht. Bevor ich aber mit der Wissenschaft ins Tiefe gehe, das geliebte Vorher-Nachher-Spiel. Links seht ihr mich vor 1,5 Jahren. Ich hatte ein BMI von über 80, absolut fettleibig und auch krankhaft, schnarchte wie ein Bär, hatte immer Asthma, schwitzte im Stillstand, war ständig außer Puste. Ich hatte 20 Kilo seit der Schulzeit zugenommen, das ist etwa 1 Kilo pro Jahr. Jetzt würde ich mich als super gesund und sportlich einschätzen, 23 im BMI, also genau im Normbereich. Meine Hosengröße habe ich von 38 auf 29 reduziert, meine Hemden von absolut XL, manchmal XXL auf S geschrumpft und wer das nicht glauben möchte, mein Ehering passt jetzt auf den Mittelfinger. Aber bevor ich ins ganz, ganz eingemachte Technische gehe, brauchen wir noch ein bisschen Fundament, um weiterzugehen. Und da ganz wichtig, bitte nicht einschlafen, auch wenn es jetzt direkt in die Wissenschaft geht. Ich gehe ganz, ganz schnell im Galopp durch die Geschichte des Abnehmens. In den 70er Jahren hat man eine Hypothese im Raum gehabt, und zwar, dass Körpersignale, wie zum Beispiel wir sind satt oder hungrig, im Gehirn nicht gehört werden, weil von außen Signale kommen, wie zum Beispiel man riecht dieses leckere Brot oder die Pommes und diese überschatten die Signale, die im Körper drin sind. Und seit den 80er
Jahren gibt es eine erweiterte Theorie, und zwar wurde uns klar, dass wir uns gerne einschränken können, aber dieses führt kurzfristig zum Jojo-Effekt, denn wir nehmen gern schnell ab, aber können dieses ganz schnell wieder zunehmen. Und seitdem, also ab den 90er Jahren bis jetzt, ist die Forschung weitergegangen, und es gibt derzeit eine der größten Theorien, die wir verfolgen, ist das konditionierte Überfressen. Das heißt, wir konditionieren uns dazu durch große Portionen, durch leckeres Essen, durch spezialisiertes Essen, darauf mehr zu essen, als wir eigentlich brauchen. Aber wie wissen wir eigentlich, wie viel zu viel ist? Da können wir direkt auf die Physik zurückgreifen, denn die Physik fordert, dass die Energie erhalten bleibt. Was in ein System reingeht, muss verbrannt oder gespeichert werden. Nichts anderes tut auch unser Körper. Wir kippen Essen rein, unser Körper nimmt dieses Energie in Form von Zucker ins Blut auf. Es entscheidet sich dann in dem Moment, ob wir dieses Zucker brauchen. Wenn wir es nicht brauchen, wird es dann gern als Fett gespeichert. Energie werde ich in diesem Vortrag einfach mal als Kalorien bezeichnen, um immer nicht immer hin und her wechseln zu müssen. Und das wäre so der Moment, wo ich mal ein bisschen so in die Runde frage, durch welche Körperöffnung wird, nachdem wir was gegessen haben, Kilo für Kilo alles ausgeschieden? Also wenn ich was gegessen habe, wo kommt meiste von dem, was ich gegessen habe, irgendwann mal wieder raus? Popo ist falsch, ich habe da schon hinten jemand gehört. Atmung, und zwar das Größte kommt durch den Mund wieder raus, und zwar als CO2. Energie verbrauchen wir uns, um zu bewegen, das Wenigste kommt dann hinten am Ende wieder raus. Es gibt zwei Begriffe, die ganz wichtig sind, während wir über Nahrung sprechen, und die müssen wir definieren, und zwar den Grundumsatz und den Leistungsumsatz. Der Grundumsatz sind die Kalorien, die ich brauche, um zu leben, und zwar indem ich gar nichts anderes tue. Die Leistung ist der Umsatz, den ich brauche, um aktiv zu sein. Also über das hinaus, dass wenn ich nichts tue, was verbrenne ich dann? Eine Nulldiät, ich hoffe, man hört mich noch, eine Nulldiät sind circa 3 Kilo pro Woche für eine Person in der Körpermasse, die ich früher hatte. Jede Diät, die Ihnen mehr oder euch mehr verspricht als 3 Kilo Fett pro Woche, ist absoluter Schwachsinn, geht gar nicht. Mein Körperumsatz sind heutzutage 1600 Kilokalorien, auch recht wichtig, sich das zu merken, denn auf den meisten Packungen wird von 2000 gesprochen. Einfach das im Hinterkopf zu behalten, so jemand in meiner Körpergröße würde 1600 Kilokalorien brauchen. Aber wie finde ich eigentlich heraus, was mein Körperumsatz ist? Dafür gibt es eine ganz, ganz simple Formel, die heißt Basic Metabolic Rate. Und diese Formel wird einfach nur eingegeben, das kann man sich im Internet ganz leicht ausrechnen. Ich gebe meine Körpergröße ein, dann gebe ich mein Alter ein, als drittes mein Geschlecht und ganz, ganz wichtig am Ende nochmal mein Gewicht, und zwar das jetzige Gewicht. Und daraus entsteht eine Kalorienschätzung, ich unterstreiche da an der Stellung Schätzung, und die nennen wir dann BMR oder Basic Metabolic Rate. Aber über diesen Grundumsatz hinaus gibt es noch ein paar weitere Faktoren, und zwar die körperliche Aktivität, die ich habe, und zwar die wird gern mal überschätzt. Wie gut lassen sich die Zutaten und Essen, die ich zu mir nehme, eigentlich auch wirklich in Zucker umwandeln, was dann ins Blut übernommen wird? Und wie kann dann diese verschiedenen Zuckerarten, die es gibt, dann wirklich in nutzbare Energie im Körper umwandeln? Soll am Ende heißen, dass das BMR nicht für jeden dasselbe ist, und wenn wir anfangen abzunehmen, sollte eigentlich der BMR stetig nach unten gehen. So, mein BMR steht derzeit bei 1599, bestätigt die 1600, die ich gerade angesprochen hatte. Fütterungsfenster, das ist nicht der Drive-Thru bei McDonald's, sondern es geht hier darum, dass Zellen irgendwann mal Zucker brauchen, um mit Energie versorgt zu werden. Das Essen, einfach vereinfacht gesagt, besteht einfach nur aus Zuckerketten. Je länger diese Zuckerketten sind, je schwerer ist es dann, daraus Energie zu gewinnen, und je mehr Ballaststoffe, und das ist auch ein wichtiges Wort, in meinem Essen drin ist, noch schwerer ist es daraus dann, Zucker zu gewinnen. Sobald wir kein Zucker mehr in unserem Blut haben, fängt vereinfacht gesagt die Leber daraus aus unserem eigenen Fett Energie zu gewinnen. Sie setzt Enzyme frei, die dann die Glukoseherstellung unterdrücken. Wenn ich daher
auf zum Beispiel Kohlenhydrate und jegliche raffinierte Art von Zucker verzichte, zwinge ich indirekt meine Leber dazu, bei mir Fett zu verbrennen. Und dann, um zurückzukommen, was ist dieses Fütterungsfenster? Das ist laut dem Stalk-Institut, das ist eines der Institute, die am meisten Forschung darunter gemacht hat, ein probates Mittel, um die Leber dazu anzureizen, Fett zu verbrennen. Je länger ich Zucker ins Blut lasse, je länger verbrenne ich an dem Tag Fett, also kein Zucker lasse, sorry. Ich selbst schaffte es in meiner Abnehmphase 16 Stunden oder länger nichts zu essen und das führte dazu, dass ich halt sehr, sehr schnell auch Fett verbrannt habe. Auch wieder zweite Stelle, wo ich euch bitte, ein bisschen mitzumachen. Es geht darum, dass ich selbst sehr, sehr viel Probleme damit hatte, am Anfang zu schätzen, wie viel Kalorien jede Mahlzeit, die ich zu mir genommen hatte, eigentlich drin hatte. Deswegen fange ich mal mit euch an. Wenn es einfach mal rausrufen, ein halbes Kilo Spinat, wie viel Kalorien schätzt ihr? Ein halbes Kilo ist ein ganz gutes Stück Spinat. Ja, einfach mal rausrufen, ein bisschen lauter. 60. Rohrspinat oder roher Spinat, einfach so wie er da ist, können auch, ne? Sind genau 115 Kalorien, die in schon mal einen halben Kilo drin sind. Wenn wir jetzt ein halbes Liter Cola nehmen, wie viel Kalorien schätzt ihr dort? Steht auch meistens auf der Flasche mit drauf. 215. Und die ganz, ganz, ganz gesunde Lachs, wenn wir den zubereitet haben, 250 Gramm, sind 520 Kalorien. Also ihr selbst seht, das Einschätzen von Essen und wie viel Kalorien drin sind, ist eigentlich einer der Nachteile, die wir haben. Wir haben gar kein richtiges Gefühl dafür und das ist etwas, was wir ganz früh lernen müssen, wenn wir abnehmen wollen. Aber wie geht das mit dem Abnehmen trotzdem? Ich führe euch gleich alle durch die evidenzbasierten Schritte, die ich genutzt habe, um 18 Kilo in 3 Monaten abzunehmen und insgesamt jetzt 22 Kilo. Dafür habe ich ganz, ganz am Anfang meinen eigenen Diätclub gegründet, und zwar mit der Mitgliederanzahl 1. Es gibt in meinem Diätclub natürlich auch Regeln. Es geht ganz klar gegen den natürlichen Menschenverstand, ist aber sehr, sehr wichtig, dass wir keinen Menschen von unserem Diätclub erzählen, denn Essen ist für die meisten Menschen sowas wie eine eigene Religion und unsere Freunde und Verwandte wollen nicht, dass wir uns ändern, denn die müssten dann sich vielleicht auch ändern oder wenigstens sich an uns gewöhnen. Ich hörte seit 1,5 Jahren, eigentlich schon fast 2 Jahre, solche Sätze wie, ach, du bist doch schön, so wie du bist, oder Mensch, damit musst du jetzt endlich mal aufhören, oder Mensch, das ist total ungesund, was du da machst. Ich diskutiere heutzutage viel, viel lieber mit Esoteriker über Auras als mit meinen besten Freunden über Diät. So. Aber natürlich habe ich es nicht bei einer Regel halten lassen können, habe meine eigene Regel schon mal gehalten. Die zweite Regel meines Diätclubs ist mit dem einen Satz von dem Koch Michael Pollan zusammenzufassen, und zwar Eat food, not too much, mostly plants. Das heißt ganz konkret, Food sind Nahrungsmittel, die irgendwie nicht veredelt wurden. Was ich damit meine, werde ich in den paar Folien, die danach kommen, nochmal euch erzählen. Zweitens, nicht zu viel. Um so krass abnehmen zu können, wie ich es gemacht habe, muss man pro Tag unter 1000 Kilokalorien bleiben. Ich habe es täglich fast unter 700 geschafft. Drittens, hauptsächlich Pflanzen essen. Damit meine ich Gemüse und Obst, aber keine veredelten Pflanzen, die Zucker oder Öle enthalten. Die meisten Diäten scheitern leider daran, dass die Teilnehmer irgendwann mal meinen, geschummelt zu haben und sie erklären sich dann selbst als gescheitert. In meinem Diätclub war das ganz anders, denn bei mir galt die Regel selten und angemessen. Ich durfte und darf es immer noch zu sozialen Anlässen, zum Beispiel heute wäre das so ein Fall, und zu feiern, alles und so viel essen, wie ich Lust habe.
sind daher auch gar keine Ausrutscher und ich kann mir deswegen dann auch nicht mehr sagen, dass ich geschummelt habe und damit meine Diät für gescheitert erklären. Wenn ich dann also bei Omas Geburtstag 2 Stück Kuchen gegessen habe, war das total in Ordnung. Ich habe es ja versprochen, was verstehe ich unter Food? In meinem Diätclub darf man kein Mehl mehr essen, kein Brot, keine Spaghetti. Nicht, weil es irgendetwas Böses ist oder irgendetwas mit Bio oder Gentechnik zu tun hat. Es hat einfach nur damit zu tun, dass diese Inhaltsstoffe eine sehr, sehr hohe Energiedichte haben. Fette sind auch nicht erlaubt unter der Idee Food. Ich habe sie nicht ganz weggelassen, da hilft uns auch wieder die Wissenschaft, denn eine ganze Menge Studien zeigen, dass wenn wir ganz Fett weglassen, dass wir dann sehr schnell Hunger kriegen. An der Stelle auch hilfreich ist immer beim Essen ein bisschen Essig hinzuzufügen, denn das hilft, die Glukoseaufnahme zu reduzieren. Und auf jegliche Art von Zucker habe ich verzichten müssen. Und an der Stelle, ich bin schon ein paar Mal heute angesprochen darauf hin, gehört leider auch Alkohol und Honig. So, müsste es nochmal weitergehen. Alkohol. Ich trinke wie viele gern mal einen über Durst. Das habe ich heute auch schon angefangen. Was mir aber damals, also vor 1,5 Jahren, nicht klar war, ist, das mag auch die Konsequenz des vielen Alkohols gewesen sein, dass Alkohol eigentlich nur aus Zucker besteht. Die Tabelle sieht ein bisschen doof aus, liegt daran an der Auflösung, aber ich kann trotzdem doch durchführen. Die Tabelle soll nämlich darstellen, was für ein typisches Getränk an Kalorien mitbringt und dahinter in Prozent, wie viel das von dem Tagesumsatz von mir ausgemacht hat. Und wenn man sich das mal anguckt, dass ein 0,5er Bier mit 215 Kalorien 13% meines Tagesumsatzes ausgemacht habe und ich abends gerne mal 3 Bier weggetrunken habe, dann war man ganz schnell fast an der Hälfte von dem, was ich am Tag an Nahrung mir zugenommen hätte, war schon in Form von Bier weggehauen. Heutzutage halte ich mich lieber unten bei den Sachen wie Rum, Cola, Rum, da kann ich mit 5% des Tagesumsatzes nach 2 von diesen total abgeschossen nach Hause gehen. Aber dann kommt natürlich die Frage, wie lange muss ich denn sowas durchhalten? Der folgende Satz, den ich euch anzeigen werde, den wird gerne Mark Twain angedichtet, wie eine ganze Menge. Ob es auch wirklich so ist, das weiß ich nicht. Aber ich lese es einfach mal vor. Eine Angewohnheit kann ich nicht aus dem Fenster werfen, ich muss sie die Treppe runterprügeln, und zwar Stufe, Stufe, um Stufe. Damit man das schafft, muss man im ersten Schritt die Festplatte total neu formatieren. Da kommt das Geekige in mir raus. Ich habe das nämlich so gemacht. Ich habe 2 Wochen lang nur eine Zutat zu mir genommen. Bei mir war das Spinat und das ist ganz eindeutig deswegen, weil ich Spinat liebe und natürlich warum, weil es kaum Kalorien hat. An der Stelle ist auch zu sagen, wenn man 2 Wochen lang nur Spinat isst, dann schmeckt danach alles geil. Da könnt ihr euch darauf gefasst machen, wenn die 2 Wochen vorbei sind, dann nehmt ihr so ein bisschen Mais in euch und dann schmeckt das wie der leckerste Zucker, den man jemals gegessen hat. Aber das nehmen wir dann aus. Um 90 Tage, und das ist die Idee und die Studie dahinter, ist, dass man die Veränderung im eigenen Leibe am besten hinkriegt, indem man eine ganze Jahreszeit, in diesem Fall 90 Tage, krass abnimmt und immer unter 1000 Kilokalorien bleibt. Aber damit wir diese 90 Tage gut überstehen, muss man leider für sich selbst kochen, denn das, was man draußen kriegt, ist uneinsehbar, wie viel Essen drin ist. Ich habe es nämlich selbst erlebt. Wenn ich kein Essen mit zur Arbeit mitgenommen habe, dann bin ich automatisch zu jemandem namens McDonald's gegangen. Aber wenn ich was mitgenommen habe, dann war ich selbst zu faul, um zu McDonald's zu gehen. Und das würde ich eine Win-Win-Situation nennen. Ich habe mir dann eine Liste von Gemüse erstellt, die ich gerne esse. Und das ist halt nach diesen 2 Wochen. Und dazu am Ende werde ich euch noch so ein paar Listen zeigen von Sachen, die man sich dazu sagen kann. Ich habe diese in die Mikrowelle geworfen und an der Stelle ist auch ganz, ganz wichtig als Skeptiker zu sagen, nein, Mikrowellen schaden dem Essen nicht. Da verändert sich nichts großartig. Ich habe das Essen absichtlich nur ganz, ganz wenig gegart, denn je weniger gegart wird, je weniger nutzbare Energie ist dann in dem Essen drin, aber es sättigt trotzdem genauso. Wenn man zum Beispiel eine rohe Kartoffel nimmt, dann hat sie im rohen Zustand in etwa 51% nutzbare Energie, wenn wir sie zu uns essen würden. Nicht sehr lecker, aber 51%. Wenn ich die Kartoffel aber ganz, ganz gare, dann kann ich 95% der nutzbaren Energie aus ihr rausnehmen.
Diese Mahlzeiten, die ich mir dann gekocht habe, habe ich mir für 5 Tage die in der Woche in Tupperwaren schon am Sonntag gesteckt, sodass ich jeden Tag was hatte und diese mit zur Arbeit genommen. War ganz, 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 ganz wichtig. Und obwohl es sehr, sehr, sehr gesund habe ich in diesen ersten 90 Tagen kein Obst zu mir genommen, keinster Art. Und das liegt daran, dass in den meisten Obstarten sehr, sehr viel Zucker drin ist. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt Geek. Geeks sind für Highscores und Waypoints zu gewinnen. Heute bin ich schon mal gefragt, was ich denn alles so spiele. Es gibt leider nur ganz wenig Forschung, um wie man Gewichtsabnahme gamifyen kann. Die einzige Studie, die es eigentlich direkt zu dem Thema gibt, die hat Davis Wiss erstellt und er bestätigt aber, für alle Geeks kann man durch Zahlen, Daten, Fakten das Abnehmen zum Spiel machen. Wie habe ich mir das gemacht? Ich habe mir durch Google Fit, aber man kann ja die andere Art App davon benutzen, um meine Schritte zu zählen, habe mir dann einfach ein Level ausgedacht, also angefangen so mal mit 2000, dann immer mir weiter hochgearbeitet, damit ich jede Woche, jeden Tag ein höheres Ziel erreichen. Am Ende habe ich es locker bei 15.000 Schritten pro Tag hingekriegt und laut Google Fit war ich in Hamburg schon mal der am meisten Schritte überhaupt gelaufen bin, also Top 1 gewesen und habe das erreicht gehabt. Dasselbe habe ich natürlich auch mit Kalorien gemacht, habe das Ziel gehabt, am Anfang erstmal unter 1000 zu bleiben, dann gesehen, schaffe ich es auch unter 900, schaffe ich es auch unter 800 und jeden Wayfinder und jeden Highscore dann auch einfach gefeiert. Natürlich ist das auch mit Kilos zu schaffen, also man setzt sich ein Ziel, ich habe ja mit 92 angefangen zu messen, habe ich das erste Ziel waren 90, dann 85 und so weiter und jedes Waypoint, was ich erreicht habe, habe ich dann auch gefeiert. Auch ganz toll, Bauchumfang, man konnte ja die Knöpfe am Anfang noch immer enger ziehen und dann, als man angefangen hat, den Gürtel auch kürzen zu dürfen, war das auch wieder ein Ziel, was man sich zum Gamifying machen konnte. Und ganz am Ende hatte ich euch ja auch schon mal angesprochen, das mit dem Fütterungsfenster, man fängt dann damit an, dass man erstmal 8 Stunden nichts isst, dann versucht man es auf 9 Stunden hochzuarbeiten und letztendlich sowas wie 16 Stunden zu erreichen. Damit man aber gamifyen kann, muss man auch messen, gehört auch wieder zum Geek dazu, dass man damit Spaß hat, wissenschaftlich zu messen. Ich selbst war ja sehr, sehr schlecht im Einschätzen der Kalorien, habt ihr auch gesehen, dass es nicht sehr, sehr einfach ist und auch das Einschätzen, wie viel Kalorien ich durch Sport verbrannt habe, war sehr, sehr schlecht. Daher musste ich wiegen und messen und habe dieses nicht nur das Essen gewogen und regelmäßig und zuverlässig, sondern auch mich selbst regelmäßig und zuverlässig gewogen. Und dafür habe ich mir eine App geholt, um das alles auch tracken zu können. Am besten eine App mit einem Barcode-Scanner, denn auf dem meisten Essen, was man heutzutage kaufen kann, ist ein Barcode drin und mit so einer App wie zum Beispiel MyFitnessPal kann man sich die Daten direkt aufs Handy dann holen, dann macht man sich sehr einfach und da ich selbst faul bin, habe ich ja schon mal gesagt, hat das sehr, sehr geholfen. Zum Wiegen sollte man sich nicht irgendeine Waage holen, ich habe mir selbst so eine Personenwaage mit Internetanschluss geholt, damit die Daten direkt aus dem System geholt werden. Tägliches Wiegen von der Person verstärkt das Abnehmen, das zeigen eine ganze, ganze Menge Studien und zusätzlich eine gute Küchenwaage, um zu wiegen das, was man eigentlich gekocht hat. Das Coole am Messen und Dokumentieren ist, dass man Monate oder Jahre später noch die eigentliche Entwicklung sehen kann und da seht ihr die Entwicklung bis vor einigen Tagen von mir. Die 3 Schritte, die ich heute schon mal angesprochen haben, seht ihr dort im ersten Schritt das krasse Abnehmen von 18 Kilo in 3 Monaten. Dann, ich würde das jetzt mal das normale Abnehmen, indem man angefangen hat, sich gesund zu ernähren, mehr Gemüse, mehr Obst ins Essen zu übernehmen und dann am Ende das, was ich jetzt mal gesundes Leben nennen möchte. Man sieht es halt vorne und hinten. Ich bewege mich derzeit so zwischen 70 und 71 Kilo, was genau in dem Normbereich ist. An der kleinen Stelle da ganz links seht ihr ein Beispiel, nur eines von vielen Beispielen von dem Selten und Angebracht. Da waren wir 2 Wochen lang in Amerika und haben uns da mit Burgern und ähnlichen Sachen die Plauze vollgehauen. Aber das war schon vorgeplant. Wir wussten, dass wir dadurch nicht die Diät als gescheitert erklären können. Und es war auch kein Ausrutscher. Man sieht daher, dass danach es ganz normal wieder weiterging, als wir in Deutschland waren.
Nun werden sich einige gefragt haben, warum ich über Sport noch nichts gesagt habe, denn Sport ist ja natürlich super. Nur für den radikalen Gewichtsverlust leider nicht. Du kannst deiner Gabe nicht davonrennen, denn ein Marathon sind gerade mal 2600 Kilokalorien und so viel habe ich gerne mal bei McDonald's bei einer Mahlzeit zu mir genommen. Hätte geheißen, dass ich danach immer 42 Kilometer nochmal hätte rennen müssen und dafür hatte ich nicht die Zeit jeden Tag. Zweitens, um ein Kilogramm Fett abzunehmen, muss man geschlagen 49 Stunden spazieren gehen, ganze zwei Tage ohne zu schlafen. Da sitze ich lieber zu Hause und nehme auf dem Sofa bei Netflix ab. Und ganz am Anfang des Vortrages hatte ich ja auch erwähnt, leeren wir unseren Zucker im Blut durch Aktivität. Beim Sport machen wir das noch vermehrt, sodass wir ganz schnell auch mal das ganze Zucker im Blut nach unten drücken. Und wenn nach Sport wir ein zuckerloses Blut haben sozusagen, kriegen wir davon automatisch Hunger. Und automatisch Hunger könnte dazu führen, dass wir zu viel essen. Zusätzlich ist auch ganz wichtig zu sagen, dass wir, wenn wir so übergewichtig sind, wie ich es damals war, ist jede Art des Sportes, die nicht spezifisch auf dicke Menschen zugeschnitten ist, schlecht für die Gelenke. Da freuen sich dann am Ende nur die Ärzte, die dann Gelenke austauschen können, wenn wir Sport gleich ganz am Anfang machen. Meine Empfehlung, sobald ihr euer Idealgewicht, also im Normbereich, euer Normbereich erreicht habt, dann baut ihr sowas wie die 7-Minute-Workouts, davon gibt es auf YouTube Tausende sich anzugucken, um euer Gewichtsverlust und auch euer Leben sportlich anzugehen. Ich habe ganz, ganz oft die Frage gehört, aber abnehmen macht doch, also so krass abnehmen macht doch absolut krank. Und die Antwort, die ich dazu geben kann, ist ja, aber ich war schon vorher krank. Ich hatte nämlich vorher schon einen Vitamin B12-Mangel, ich hatte einen Vitamin D-Mangel, ich hatte einen Vitamin E-Mangel, ich hatte einen Zink-Mangel. Dazu gibt es natürlich auch Lösungen aus der Medizin. Ich hätte Nahrungsergänzungsmittel nehmen können, die ganz, ganz schnell diese Sachen da oben hätten korrigieren können. Aber ich kann mich natürlich auch an etwas Besserem orientieren, also besser essen. Jeden, der so vorgehen möchte wie ich, also aus dem deutlich Übergewichtigen runtergehen, den kann ich nur empfehlen, zum Hausarzt zu gehen und diesem Hausarzt zu sagen und auch klar auszudrücken, dass man krass abnehmen möchte, auch wenn der Arzt einem das erstmal nicht glauben wird, sollte man ihm das sagen. Und dann im nächsten Schritt sollte man sich bei diesem Arzt einen Folgetermin schon mal holen und fest auf Blutwerte achten. Das Fazit bei mir selbst war, nach schon einem Monat meiner Diät hatte ich den besten Cholesterinwert und Fettwert, den ich jemals zuvor hatte. Ich war schon damals fitter denn je. Ich hatte ja so ein bisschen angesprochen, wie kann man sich, nachdem man abgenommen hat, sehr gut ernähren. Ich habe jetzt hier einfach mal die Empfehlung nach deutschen Schulnoten, die Note 5 und 6 habe ich gar nicht aufgetrieben, die kriegt ihr hier lecker zu essen. Könnt ihr euch selbst vorstellen, was da drunter zu finden ist. Aber ihr seht in der Nummer 1 dunkelgrünes Blattgemüse. Es ist recht einfach, sich gerade für die ersten zwei Wochen aus diesen paar Sachen, die es da oben gibt, was auszusuchen und dann von oben so runter zu arbeiten, bis man die Sachen gefunden hat, die man lecker findet. Rezepte zu den ganzen Sachen, die es dort gibt, gibt es zuhauf im Internet. Da brauche ich euch nichts vorzumachen. Also von Nummer 1, 2, 3 und sogar Nummer 4 würde ich noch empfehlen. Danach zum Abnehmen könnt ihr es vergessen. Ich fasse hier nochmal zusammen, wie ich insgesamt 22 Kilo abgenommen habe und diese schon seit anderthalb Jahre halte. Ich habe niemanden von meiner Diät erzählt. Ich habe zwei Wochen lang nur eine Zutat gegessen. Ich habe 90 Tage deutlich unter 1000 Kilokalorien gegessen. Habe 16 Stunden am Stück nichts gegessen. Nicht nur Low Carb, Low Sugar, Low Fat, sondern alles zusammen gemacht. Ich habe das Abnehmen zum Spiel gemacht. Gerne am Ende wieder Sport gemacht. Ich schaffe es heutzutage, 10 Kilometer am Stück zu joggen und das ganz ohne Pause. Und letztendlich ein Versprechen für alle. Es ist viel, viel schwerer als die anderen Diäten versprechen. Mein Versprechen, meine funktioniert. Dafür meine Quellen, damit mir auch jeder weiß, woher ich die Informationen geholt habe, in die ich mich eingearbeitet habe. Und da seht ihr auch in der zweiten Stelle Fettlogik überwinden. Das war
Die Frau, die hier den Vortrag eigentlich für mich gehalten hätte, gehört ganz, ganz, ganz oben zu den Quellen, die ich genutzt habe. Und an der Stelle bedanke ich mich. Wer noch was nachlesen möchte, auf meiner Homepage steht alles. Da werden auch die Folien sein. Und ich freue mich auf Fragen. Hi, vielen Dank für den Vortrag. Ich würde gerne nochmal auf das 2 Wochen lang nur Spinat und danach ist alles lecker zurückkommen. Ist das danach eine Frage von eiserner Disziplin oder kann man da irgendwie gedünstetes Gemüse in 1000 Variationen ausprobieren? Wenn ja, was sind die 1000 Variationen? Danke für die Frage. Es geht von der Wissenschaft darum, auf Fett zu verzichten, Salz zu reduzieren, Zucker zu reduzieren. Wir bewegen wirklich so den Lautstärkeknopf so weit, wie es geht, runter. Und danach schmeckt wirklich alles viel besser. Das heißt, wenn nachdem du die Nummer 1 Blattspinat und sowas zu dir genommen hast und zur nächsten runtergehst, nur Karotten, dann schmeckt das echt wie süß. Ja, also wie Cola. Man muss nichts mehr hinzufügen. Was ich angefangen habe, nach so 90 Tagen, ist dann halt sowas wie Sojasauce oder Schärfe hinzuzufügen. Einfach kreativ zu werden. Mit Knoblauch ist eine tolle Sache, um da ein bisschen Geschmack reinzubringen. Aber ich habe am Anfang versucht, einfach nur beim Gedünsteten zu bleiben. Einfach nur, um nicht gleich wieder mich davon abhängig zu machen, wie etwas schmecken muss, damit es mir gefällt. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Wir hatten hier eine Frage. Warum haben Sie sich für eine proteinarme Diät entschieden? gar nicht dafür entschieden. Ich hätte auch mit Brokkoli weitermachen können oder Ähnliches. Der Anfang war nur darum, sich davon zu trennen, Geschmack als Träger oder als Anreiz zu haben. Nach 90 Tagen habe ich auch ganz normal Protein zu mir genommen. Also da habe ich keine religiöse Einstellung, die ich da hatte. Vegetarisch an der Stelle ist sehr, sehr einfach, um die Ballaststoffe hereinzuholen, um Hunger zu reduzieren. Hat nichts mit Protein, ja oder nein. Also man kann auch ganz viel Bohnen zu sich nehmen, gehört auch zu den, glaube ich, Nummer 3 dazu, zu den guten Sachen. Ja, nichts Besonderes. Auch Nüsse kann man hinzufügen. Also danach gesund essen, gerne. Da gibt es eine ganze Menge. Aber hier ging es mir darum, beim Vortrag zu zeigen, wie man leicht runter kann von den Kilos, wie man danach das hält, wer ein zweiter Vortrag mitmachen müsste. Ich würde gerne 2 Fragen stellen. Das eine ist, hat sich diese erste Phase auch irgendwie aufs Immunsystem ausgewirkt? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ist, gibt es eigentlich irgendwie eine gute Möglichkeit, Kalorienzählen zu lernen? Ja, ich fange mal mit der Nummer 1 an. Ich kann da jetzt nicht von irgendeiner Studie sprechen, sondern jetzt, was ich jetzt sage, ist nur N gleich 1, das Versuchskaninchen, was zu dick war. Ich war extrem allergisch vorher auf ganz, ganz vieles und schon die erste Phase hat dazu geführt, dass meine Allergien deutlich runtergegangen sind. Asthma ist nach kurzer Weile, also schon nach 2-3 Monaten, total verschwunden. Auch das Schlafen ist deutlich besser geworden, kann am Übergewicht gelegen haben, aber kann auch sozusagen das Immunsystem gewesen sein, was da an der Stelle auf einmal es leichter hatte. Das eine von dem anderen zu trennen, ist dann wieder sehr, sehr schwer. Was ich sagen kann, ist, dass nach 1,5 Jahren ich diese Beschwerden nicht wiederbekommen habe. Das heißt, hat schon dazu geführt, dass ich wenigstens diese ganzen Allergien, die ich vorher hatte, auch auf Essen einige Allergien hatte, jetzt nicht mehr da sind. Und das schon sehr, sehr schnell passiert ist, ja. Aber es hört sich jetzt so ein bisschen esoterisch an, deswegen nehmen Sie das nicht zu ernst. Ja. Also wenn das Ziel ist, dass das Immunsystem jetzt irgendwie besser funktioniert oder weniger hart auf sich selbst reagiert, dann kann ich da weder Ja noch Nein sagen. Bei mir hat es genau diese Auswirkung gehabt. Und jetzt die zweite Frage, habe ich jetzt schon wieder vergessen? Kalorien zählen. Ah, Kalorien zählen. Kann man sich das angewöhnen? Ja, es fängt ja damit an, dass man anfängt ja alles in so eine App einzutragen und dann weiß man so in etwa, dass ein Ei so unter 100 Kalorien hat, wenn ich es gekocht habe. Dann weiß man, dass Lachs so und so viel Kalorien hat, dass ich mit Spinat sowas hat. Und dann fängt man ein Gefühl zu entwickeln, was sind viele Kalorien, was nicht. Also ich weiß, dass Pommes gebraten
deutlich mehr Kalorien mit sich bringen, als wenn ich Spinat gekocht habe. Und das ist so ein Gefühl, was man da entwickelt. Was mir aber immer noch passiert, insbesondere wenn ich im Urlaub unterwegs bin und Nahrungsmittel zu mir nehme, die ich noch nicht kannte, dass ich immer noch mal die App raushole und mal nachgucke, was jetzt eine gewisse Bohne in Japan an Kalorien mit sich bringt. Einfach nur, damit ich das Gefühl habe. Es muss aber auch ganz am Ende gesagt werden, das, was ich unter gesund halte, ich zähle keine Kalorien mehr für mich. Ich habe mich daran gewöhnt, eine gewisse Menge Essen zu mir zu nehmen. Das gehört natürlich auch in dieser ganzen Diät mit dazu, dass man über eine Zeit anfängt, weniger zu sich zu nehmen, mehr von dem, was ballaststoffreich ist. Man hat wirklich seine Nahrungszunahme verändert und damit ist es dann halt auch nicht mehr so nötig, da hinterher zu laufen. Was ich aber natürlich nicht gemacht habe, ist, ich habe nicht wieder angefangen, Cola pur zu trinken, sondern bleibe immer noch mal bei meiner Cola Zero, weil es ist einfach ein guter Ersatz. Ja, ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Gut, darf ich dann um weitere Handzeichen bitten, falls noch jemand Fragen hat? 1, 2, okay. Hi, ich habe leider den Anfang verpasst, deswegen weiß ich nicht, ob du es schon gesagt hast. Ja. Wie machst du das, wenn du mal Alkohol trinken willst, abends ein Bier oder so? Ja, also hatte ich erklärt, ich habe nur noch auf starkes Alkohol bin ich umgestiegen, weil gerade halt diese ganzen Biere und solche Sachen Kalorienbomben sind. Habe ich total gelassen. Also man kann natürlich auch noch ein alkoholfreies Bier zu sich nehmen. Man muss das halt wissen, Alkohol und alkoholfreies Bier, das ist ein Riesenunterschied, sieht man auch auf der Flasche. Aber wenn man sich abschießen möchte, und das tue ich gern mal, dann lieber eine Rum Cola Zero als 5,05er. Ja. Ja, mich würde mal interessieren, es gibt ja immer so das Gerücht, dass dann, wenn man so radikal den Kalorienkonsum einschränkt, dass man dann in den Hungerstoffwechsel geht und deswegen viel, viel weniger Kalorien verbrennt und deswegen immer weniger essen kann. Ja. Wie geht man damit um? Ich persönlich bin dem sehr ambivalent zugeneigt. Das ist halt dieses ganze Thema mit Ketose und da steckt eine ganze Menge Wissenschaft doch schon hinter. Also man erforscht das eine ganze Menge. Kann jetzt auch wieder nur von N gleich 1 sprechen. Ich bin ein paar Mal in den Monaten wirklich in Ketose gekommen. Das merkt man dann beim Atmen, riecht man auf einmal komisch, um nicht zu sagen schlecht. Und das habe ich vermieden. Also in die Ketose selbst zu kommen, habe ich nicht viel gemacht. Ob das jetzt dazu führt, dass man noch mehr isst oder weniger isst, ich kann nur sagen, allein schon durch das ballaststoffreiche Essen, was ich zu mir genommen habe. Und man muss auch sagen, bleiben wir mal diesen 2 Wochen Spinat. Das hieß ja auch, dass ich an einem Tag problemlos 1,5 Kilo Spinat zu mir genommen habe. Also der Bauch war wirklich voll. Also die Signale meines Körpers waren satt. Ich brauche nichts mehr davon. Und deswegen habe ich auch nie Hunger gehabt. Ja, also es gibt natürlich diese Ketose-Art von Abnehmen. Ob ich sie jemand zu... Ja, kann ich würde erst mal sagen, die Wissenschaft sagt noch nicht ja oder nein. Ja. Weitere Fragen? Dann stelle ich einfach mal eine. Kann Unwissenheit von meiner Seite sein. Wie hast du diese Vitaminfehlmängel, die du gelistet hast, hast du die durch einen Bluttest bestimmen lassen? Oder? Ja, also ich bin wirklich zu meinem Hausarzt gegangen und habe das jeden Monat einmal gemacht. Manchmal muss man auch sogar dazu zahlen, damit das alles gemacht wird. Aber genau das war das. Man sieht es halt auch immer wieder in den Forschungsergebnisse, wenn man sich nicht Blut abnehmen lässt, dann weiß man nicht, wo man Mangel entwickelt. Das sieht man auch ganz, ganz viel bei Menschen, die vegan sich ernähren. Man muss dranbleiben, um keinen Mangel entstehen zu lassen. Als ich mein erstes Blut abgenommen habe, noch bevor ich abgenommen habe, hat man halt ganz, ganz viele Mängel schon aufweisen können. Und das liegt halt an der stinknormalen amerikanischen Diät, die ich zu mir genommen hatte, also Burger und Pommes. Da kam halt nicht genügend rüber von den Vitaminen und Nährstoffen, die ich brauchte. Und kaum war ich schon in der normalen Diät, also als ich schon in 90 Tagen einfach nur Gemüse zu mir genommen habe, konnte man das gleich sehen. Die Vitamine sind hochgegangen, Zinke ist hochgegangen. Also es war alles dann auf einmal im Normbereich.
Ich musste da keine Tabletten zu mir nehmen. Ganz wichtig ist bei B12, wenn B12-Mangel entsteht, sich da auch gerne mal Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, denn die Schäden, die man sich da holt, sind kognitiver Natur. Also man wird doof davon, wenn man B12-Mangel lange hat. Also den nicht lange aussetzen, denn dann irgendwann mal ist man dann wieder schon so doof, dass man keinen B12-Mangel beheben kann. Also das eine führt zum anderen, ja. Gut. Wenn es dann keine weiteren Fragen mehr gibt, eine haben wir noch. Hallo. Wie schwierig ist es, das Gewicht zu halten? Also möchten Sie immer noch zu McDonald's in der Mittagspause oder ist es überhaupt kein Problem? Das war ganz interessant. Dass ich nicht zu McDonald's gegangen bin, ist mir irgendwann mal erst spät aufgefallen. Weil früher war es so, ich konnte nur in der Nähe von einem McDonald's, da habe ich es nicht gesehen und schon der Geruch und der Lust darauf ist da entstanden. Und schon nach eineinhalb Monate ist mir aufgefallen, dass ich da gar kein Bedürfnis auf einmal mehr dafür hatte. Und ich führe es darauf hinaus, dass ich mich wieder dekonditioniert hatte. Also diese Botenstoffe der Pommes in der Luft haben bei mir nicht mehr den Knopf gedrückt, der da ist. Die Frage, ob ich jetzt manchmal zu McDonald's gehe, dann beantworte ich die ja, mache ich. Und zwar mit der wissenschaftlichen Herangehensweise herauszufinden, welche von den Sachen, die ich damals so gut fand, finde ich vielleicht jetzt immer noch gut. Und da kann ich sagen, den Big Mac, den braucht man mir nicht mehr bringen. Die Pommes von McDonald's finde ich auch nicht mehr so lecker, aber so ein Chicken McNugget haue ich gerne noch weg. Also da arbeite ich mich manchmal so heran, was schmeckt mir noch. Ja, aber ich gehe da noch einmal hin. Ja, aber es ist nicht mehr regelmäßig. Ja. Gut. Gutes Schlusswort. Elken ist noch länger da heute Abend. Wer noch weitere Fragen lieber Angesicht zu Angesicht diskutieren will, ist herzlich willkommen, gerne noch hier vorzukommen und zu diskutieren. Ansonsten danke ich allen fürs Kommen, wünsche einen schönen Abend und vielleicht noch einen kurzen Hinweis auf die Zettel, die auf den Tischen ausliegen. Unsere nächste Veranstaltung am 28.11. Wir freuen uns auf Lars Dittrich und der wird uns dann mal Schlafmythen erklären, was da dran ist und was nicht. Ich hoffe, dass viele von euch dann wiederkommen. Dankeschön, schönen Abend noch.